So Leute, da sind wir beim nächsten Deck-Tag. Und wie versprochen, dieses Mal kein Artefakt-Deck, kein blau-schwarzes Deck, keine komischen Karten, die vielleicht gar nicht mehr so cool sind. Sondern wir haben heute ein Yorion-Deck. Und ich habe es euch schon vor einiger Zeit gezeigt gehabt. Ich glaube sogar in diesem Jahr schon einmal. Aber es hat sich einiges getan, deswegen wollte ich euch das Yorion Death and Taxes nochmal zeigen. Wobei das, was ich gerade gesagt habe, stimmt ja auch nicht so wirklich. Ich muss dabei jetzt sagen, ich nehme hier das jetzt wirklich am Ende vom Eternal Weekend auf, weil ich ein Deck-Tag produzieren muss, weil ich nicht so viel Zeit habe. Dementsprechend weiß ich nicht, es sollen Bannen kommen. Ich weiß jetzt nicht, was gehittet wurde und was nicht gehittet wurde. Ja, ich muss aber die Deck-Tags aufnehmen, da ich sonst demnächst keine Zeit habe. Deswegen vergebt mir, wenn ich euch jetzt gebannte Karten zeige. Da wird bestimmt ein Update noch folgen. Trotzdem starte ich mit drei Ursachsager. Anders als sonst werdet ihr hier nicht nur Foil-Karten sehen, sondern so eine Mischung aus Foil und Non-Foil, weil ich einfach das 80-Karten-Yorion-Deck nicht in komplett Foil habe. Und ja, deshalb, ach ja, übrigens, ja, nur um das klarzustellen, wir spielen Yorion. Ja, Ursachsager, erste Marke, tappen für ein farbloses, dann für zweite Marke, zwei Mana tappen, wir kriegen Konstrukte. Und bei der dritten Marke müssen wir es opfern und unser Deck nach Karten durchsuchen, die genaue Mana-Kosten von 1 oder 0 haben. Wir haben das Standard-Package hier drin, was aktuell gespielt wird, aber dazu kommen wir später. Ist einfach nur ein stabiles, gutes Land in diesem Deck. Dann haben wir eine Menge Ebenen. Dann haben wir wirklich eine Menge Ebenen und ich habe die einfach wild durcheinander gehauen. Ich habe einfach, es fängt hier mit Secret Layer-Ebenen an, Judge Reward-Ebenen, Unstable oder nee, an irgendwas-Ebenen. Pokémon, Basic Lands, Snow Covered, Full Arts, ja, alles Mögliche. Wir haben 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 17 Ebenen drin. Dass ich nicht 17 Judge Reward-Ebenen haben kann, ist, glaube ich, logisch. Dann spielen wir 4 Karakas. Viele der Karten, die wir sonst nur 2 oder 3 Mal spielen, müssen wir jetzt halt auf 4 hochheben, weil wir eben auf die 80 Karten kommen müssen. Karakas bounce eine legendäre Kreatur, kann tatsächlich, was ich sehr mächtig finde, auch einfach Yorion bouncen. Sehr, sehr stark. Wirklich sehr, sehr stark. Ansonsten beschützt es Talia und beschützt uns vor ekligen anderen Effekten. Dann haben wir 4 Wastelands. Damit können wir andere Non-Basic Lands zerstören. Ja, gegen Turbo-Devs und andere Decks ist super wichtig. Dazu spielen wir Death and Taxes, also müssen wir den Gegner auch taxen. Deswegen Reshardenport. Damit können wir gegnerische Länder wegtappen. Gegnerische Länder wegtappen heißt weniger Ressourcen. Heißt, ja, müssen wir nicht viel mitmachen. Dann spiele ich, das ist relevant, ein Karsten Adenwahl. Kommt, geht tappt, das Spiel ist ein, wir kontrollieren eine Ebene. Davon haben wir genug. Tappen für ein weißes oder für 4 Mana tappen, wir kriegen einen Human Creature Token. Manchmal haben wir aber das Problem, dass wir mit dem Deck Out of Gas ran und dann kann so ein Castle ganz viel machen. Genau dasselbe ist mit Silent Clearing. Tappen für ein weißes oder tappen für ein schwarzes. Wir kriegen den Schaden und wir können theoretisch das Ding opfern, um eine Karte zu ziehen. Praktisch passiert das andauernd. Warum wir das Schwarz-Weiße benutzen? Wir haben ein Sideboard-Zertikel. Spoiler. Das sind die Länder. Eine Menge. Ich glaube, es sind 33 oder 34 Länder. Das sind echt eine Menge Länder. Ansonsten, wenn ihr die Deckliste genauer euch nebenbei betrachten wollt beim Video, ihr habt unten in den Kommentaren und in der Beschreibung habt ihr einen Link zu MTG Goldfish, zu den Decks. Bei meinen Decktags ja immer. Dementsprechend, ja, könnt ihr da auch mal reingucken. Ich glaube, manche Leute verstehen das noch nicht ganz so. Aber gut, wir sind bei Dinge auf 4 voll machen. 4 Solitudes, 5 Mana, 3-2 Flash, Lifelink. Und wenn ein Spielfeld kommt, haben wir eine Kreatur exiliert. Also können wir eine Kreatur exilieren, um Leben zu bekommen über der Stärke mit Evoke. Also wir können noch eine weiße Karte aus der Hand exilen und können den Kosten, ohne die Mana-Kosten zu bezahlen, im Endeffekt. Und dann wird er direkt geopfert. Bedeutet, wir haben mehr Swords to Plowshares. Die haben wir übrigens auch im Deck. Spoiler! Gut, dann haben wir Recruiter of the Guard. Recruiter of the Guard, 3 Mana 1-1, sucht unser Deck nach Verteidigungsstärke 2 oder weniger. Zum Beispiel die Solitudes und ich glaube jede andere Kreatur in unserem Deck. Ich glaube, wir haben keine einzige Kreatur im Deck, die das Ding nicht sucht. Deshalb zu 4 sehr wichtig. Dann auch eine Neuerung, die dieses Deck bekommen hat. Skyclave Operation. Ihr merkt schon, ich muss ein bisschen schneller durchgehen. 3 Mana 2-2, wir exilieren Non-Land Permanent und Non-Token Permanent. Mana kosten 4 oder weniger und ja, wenn das Ding das Spiel verlässt, kriegt der Beherrscher einen Token in Höhe der Stärke, in Höhe der Mana-Kosten. Und ja, ist ein Removal, nimmt Khan weg, nimmt große Planeswalker, nimmt Jace the Mind Sculpture raus. Ich bin heilfroh, dass wir dieses Teil
besitzen. Dazu haben wir die meiner Meinung nach mächtigste Kreatur im Deck, Flickerwisp. 3-1 fliegend. Wenn das Spiel wegkommt, können wir eben was flickern bis zum Ende des Zuges. Macht interessante Aktionen mit Solitude, macht interessante Aktionen mit Recruit of the Guard oder auch der Skyclave Operation und anderen ETBs, die wir haben. Außerdem können wir das Ding auch als Schutz nutzen, deshalb sehr, sehr gut. Dann einen einzigen Sanctum Prelate. Wir können ihn raussuchen, wenn wir ihn brauchen in manchen Matchups, aber er ist nicht mehr gut im Format, meiner Meinung nach. Aber so gegen manche Decks ist er halt dann noch ganz cool und da kann man ihn suchen. Und ja, deshalb, einer ist okay, wir sagen halt eine Zahl an und nicht Kreaturen zaubern mit Mana-Kosten genau von dieser Zahl können nicht mehr gecastet werden. Ja, sagen wir halt eins an, dann hat sich das. Dann die Karte, die mittlerweile dafür sorgt, dass ich sogar Pioneer spielen muss. Talia, Guardian of Traven, 2-2-1 Erstschlag, Non-Creature-Spells kosten 1 Mana mehr zum Casten. Wirklich, wirklich Hammer. Macht halt alles teuer auf dem Gegner. Und diese Geschwindigkeit können wir dann nutzen. Dazu Standardkarte in Death and Taxes ist Stormforge Mystic, davon spielen wir auch 4 Stück. Damit können wir uns Ausrüstung aus dem Deck suchen oder Ausrüstung von Hand ins Spiel bringen. Mächtig, ohne Ende, einfach wirklich, wirklich stark, weil wir haben halt sehr starke Ausrüstungen drin, die sind dann unkonterbar und wir können unser Deck mal wieder durchsuchen. Und wenn der Gegner diesen Effekt nicht möchte, dann muss er entweder die Karte negieren. Wenn er es nicht kann, können wir sie halt mit Flickerwisp auch dazu benutzen, mehrfach was rauszusuchen. Einfach mächtig. Dann Besonderheit von den ganzen Yorion-Decks und aktuellen Decks. 3 Spirit of Labyrinth, manche Decks spielen sogar 4. Diese Kreatur sagt einfach nur, dass kein Spieler mehr als eine Karte ziehen kann pro Runde. Wir haben eine Card-Draw-Meter, die ist unendlich. Also wir haben so viele Card-Draw, was rumfliegt und dann einen 2-3-Einsatz zu haben, der sagt, nee, so geht das hier aber nicht, ist schon sehr, sehr gut und sehr, sehr wichtig. Dann, ich glaube, die neueste Kreatur, die ich drin habe, mit Abstand, Kata, Kommando, 2-3-1 Flash, was einfach der Wahnsinn ist, dass es einfach Flash ist, Human Soldier. Und wir können das Ding für einmal eine Opfer, einen Artefakt oder Verzauberung zu zerstören. Es ist so cool, einen tutorbaren Artefakt und Verzauberungsremoval zu haben. Es ist so cool, eine Flash 3-1er Kreatur zu haben, die einfach manche Sachen einfach umbringt, die angreifen. Es ist eine gute Kreatur und ich hätte niemals gedacht, dass diese Kamen es jemals in Texas schafft. Aber es hat es geschafft. Zum Abschluss Mother of Runes, 4 Stück, weil wir wollen unsere Kreaturen beschützen und damit können wir eben Schutz geben den Kreaturen und ja, das ist gut. Schutz ist immer gut. Schutz ist immer gut. Dann kommen wir zu den Non-Creature-Sachen. Non-Creature-Sachen, ich habe schon angekündigt, wir spielen 4 Swords to Plowshares. Ein Mana, wir exilen eine Kreatur und der Beherrscher bekommt Lebenspunkte in Höhe der Power, eben genau wie Solitude. Dann, naja, hab's ja auch schon angekündigt, wir spielen das Ursa Saga Package. Ja, muss ich nicht viel zu sagen. Wir spielen Retro für der Funry. Ein Mana-Artefakt, was Servus macht, die man dann in Topter umwandeln kann, die man dann in Konstrukte umwandeln kann. Und wir spielen Shadowspear, mit dem wir halt +1/+1 Trample Lifelink geben können und damit eben mit den dicken Artefakten zuhauen können. Dieses unzerstellbare und Hexproof wegmachen ist nur mittelmäßig. Relevant. Ja, andere Ein-Mana-Artefakte, die wir besitzen, sind die besten Karten, die wir haben, wenn es nicht um Kreaturen geht. Ätherfiole, Ein-Mana-Artefakt, zu Beginn des Versorgungsmoments können wir eine Marke drauflegen. Warum hält die nicht? Jetzt. Zu Beginn des Versorgungsmoments können wir eine Marke drauflegen und können dann das Ding tappen und Kreaturen aus unserer Hand ins Spiel bringen, mit Mana-Kosten leicht der Anzahl an Marken auf dem Ding. Mega mächtige Sache. Mega mächtig. Und einfach die beste Karte. Ich hätte davon gerne mal so eine Version 5-8 oder so. Das wäre schon cool. Und wir spielen Ausrüstung. Wir spielen Umezar-basierte. Das ist nun mal die Ausrüstung, die gerade im Midrange sehr viel dominiert. Wir kriegen beim Combat Damage 2 Marken. Wir können -1/-1 verteilen. Wir können +2/+2 verteilen und 2 Leben kriegen. Und oder. So ist richtig. Dann Betterskull, 5-Mana-Artefakt, was eine 4-4-Kreatur wird mit Wachsamkeit und Lifelink, die wir immer wieder zu auf die Hand nehmen können. Control-Spieler lieben diesen Trick. Und ja, das ist auch sehr, sehr mächtig. Und die neueste Ausrüstung hier drin, viel Modern Horizon 2. Kaldra Complete, 7-Mana-Ausrüstung, auch hier mit Living Weapon, kommt also auch mit Token rein, ist unzerstörbar. Die Kreatur ist unzerstörbar, 5-5, Erstschlag, Trampel, Unzerstörbarkeit, Eile und exilt andere Karten. Wahnsinnig gute Karte. Ja, und alles tutorbar. Dementsprechend sehr, sehr cooles Deck. Und ich würde sagen, gucken wir uns direkt mal Sideboard an. Im Sideboard haben wir natürlich Yorion. Yorion ist unser Companion, der sagt, wir müssen mindestens 80 Karten im Deck haben, also 20 mehr als Start ist, also 80. Und dann darf unser Companion sein. Wir können ihn für 3 Mana aus der Companion Zone auf die Hand nehmen und können ihn dann casten. Wir können dann eine Menge Zeug flickern.
Mir fällt jetzt erst auf, dass der einen roten Strich hat. Seht ihr das? Ja, lassen wir das. Das ist der Companion. Ja, Companion, gute Karte. Dann gehen wir weiter mit einem Peacekeeper. Peacekeeper ist eine 3-Mana-1-1-Kreatur, die sagt, Kreaturen kann ich angreifen und für 2 Mana müssen wir den Niederen bezahlen oder opfern. So mächtig gegen manche Decks. Ich habe gegen Elfen damit gespielt, ich habe gewonnen. Es war easy geil, weil die nicht damit gerechnet haben. Und dann konnte ich einfach den Behemoth umgehen und oh, so cool. Dann haben wir, wie schon angekündigt, 2 Mana Surgical Extraction, 1 schwarzes oder 2 Leben. Wir können eine Karte aus dem Friedhof exilen, Hand, Deck und so weiter geht es ja auch raus. Gravechart Hate. Ja, ich liebe es einfach. Das ist der Grund, warum wir übrigens das schwarz-weiße Land spielen. Ich habe es schon erwähnt. Weiter Gravechart Hate und auch so ein bisschen Tutor-Package für Ursas Saga. Gravediggers Cage. Ja, man kann nicht aus dem Deck casten, man kann nicht aus dem Friedhof casten. Das ist schon wichtig und macht halt auch gegen Maverick ganz viel Spaß und gegen andere Decks. Sehr, sehr cool. Dann eine Soulguide Lantern. Wenn sie ins Spielfeld kommt, exilieren wir eine Karte aus dem Friedhof. Uro. Und wir können ihn opfern, um alle gegnerischen Friedhöfe zu exilieren. Uro. Und wir können das Ding auch theoretisch opfern, für einen Mann eine Karte zu ziehen. Das habe ich persönlich noch nie gemacht. Dementsprechend, nee, weiß nicht, wie gut das ist. Und dann auch hier, das ist ein ganz normales Sideboard-Package für Ursas Saga, haben wir die Pit in Needle. Wenn sie ins Spielfeld kommt, sagen wir den Namen von der Karte an. Aktivierte Fähigkeiten dieser Karte können nicht aktiviert werden. Sehr, sehr, sehr mächtig. Ja, bleiben wir bei Gravechart Hate, weil Gravechart Hate spiele ich aus irgendeinem Grund ziemlich viel. Wir haben einen Rest in Peace, Uro. Einfach nur, damit beide Friedhöfe exiliert bleiben und exiliert sind, können ruhig weg. Genauso spiele ich eine Fairy Macabre. Warum? Weil ich sie tutoren kann. Ich kann sie mit dem guten Recruiter of the Guard auf den Deck holen, weil es eine 2-2-Kreatur ist und kann damit 2 Karten aus dem Friedhof exilieren. Uro. Und ja, ich habe einen Hass gegen Uro. Dann habe ich noch einen Containment Priest. Containment Priest ist halt wirklich gut gegen halt sowas wie Uro. Oder auch gegen die aktuell bei uns aufkommenden Ninjas. Ach, so gut dagegen. Oder auch gegen Elfen und was nicht alles. Sie nimmt halt eine Menge raus. Und ja, ich mag Containment Priest. Ich würde ohne sehr, sehr selten aus dem Haus gehen. Dann ebenfalls gegen Combo ganz gut. Die Phoenix Silence, ein Einmanner, sagt nur ein Nicht-Kreaturzauberrunde. Ja, das hat auch schon so manchen Delver-Spieler abgefuckt. Super, super schöne Karte. Dann haben wir ein Council's Judgment, weil bei uns halt hin und wieder mal True Name rumlaufen und True Name sind ätzend. Und ja, man kann damit einfach eine Karte wählen und die wird exiled. Und damit kann man eben auch wählen, ist halt nicht targeten und dementsprechend, ja, kann man damit halt Sachen wegtun. Und weil bei uns eine Menge Artefakt rumläuft, habe ich ein Act of Authority. Das ist ein 3-Mana-Artefakt, was sagt, wenn es ins Spiel kommt, exiliert es ein Artefakt der Verzauberung. Und zumindest für Swordsmans können wir noch eins exilen und können dem Gegner das dafür geben. Ja, wenn er dann auch was exilt, was nicht Act of Authority ist, dann ja, kriegen wir es wieder. Und dann ist es doof für den Gegner. Oder wenn wir es flickern können, ist auch doof für den Gegner. Dementsprechend kriegen wir mit dieser Karte einfach 2 Artefakte der Verzauberung mit ein bisschen Abstand. Aber die kriegen wir und ja. Deshalb spiele ich die, weil wir haben echt eine Menge Artefakt-Decks rumliegen. Gut, kommen wir zum Deck-Talk. Ja, warum ich den Decks liebe, muss ich glaube ich nicht mehr erzählen. Ich würde so ein bisschen darauf eingehen, warum ich Yorion spiele und was für eine Wahl ich mir habe. Ich meine, klar, Ursas Saga, hier oben, wie gesagt, seht ihr jetzt aktuell was anderes, wenn das Package gebannt ist, wovon ich ein bisschen Angst habe, dass da irgendwas von geht. Aber gut, dann ist das so. Aber es gibt viele andere Karten, die gebannt werden müssten. Dementsprechend, ich bin gespannt, was gebannt ist, wenn das Video rauskommt. Erinnert mich mal dran, dass ich ein Video gemacht habe, dass ich hier drin gefragt habe, was gebannt wird. Bitte, danke. Ja, wir spielen Yorion. Yorion ist halt mega cool. Es ist halt so viel Power in diesem Deck, weil es halt einfach so viel Flicker-Effekte hat. Es hat so viel Durchhalteprozess. Es sind so viele Karten, so viele Kreaturen, die wir ziehen. Und wir können halt auch echt wenig an Material verlieren, was wir nicht 4 oder 5 Mal drin haben. Und selbst dann können wir uns halt die einzelnen Sachen, die wir haben, einfach suchen. Recruiter of the Guard ist die Karte, die dieses Deck halt zusammenkleistert. Er sucht Kreaturen-Removal, er sucht Artefakte mit Zauberungs-Removal, er sucht Spellhardener, also im Endeffekt Texas Pieces. Und er sucht, also hier mit Texas Pieces auch, und er sucht halt Prison-Sachen und er ist so gut. Er hält das ganze Deck zusammen. Solitude war ganz gut als Add-on. Und unterschätzt diesen Katar-Kommando nicht. Der ist wirklich auch sehr, sehr, sehr gut. Ich liebe es halt, dass es so ein bisschen wirklich shit spielt. Act of Authority. Können wir die mal bitte in Foil haben? Wo sind das? Danke. Ist wirklich eine sehr, sehr gute Karte, die man sich immer wieder im Sideboard mal überlegen sollte, gerade wenn viele Artefakte gespielt werden. Und Peacekeeper ist... Ich liebe diese Karte. Es ist eine so schöne Karte. Sie ist so stark und sie sollte viel, viel mehr Aufmerksamkeit haben.
Deswegen 80 Karten Jorion, viel mehr Pulver, viel mehr Konstanz tatsächlich, was interessant ist, wenn man ja eigentlich 80 Karten spielt, aber auch Mischprobleme. Heilige, ist das schwierig, 80 Karten zu mischen. Ja, ansonsten hoffe ich, ihr hattet Spaß. Schreibt mir in die Kommentare eure Meinung. Ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, Ablexit. Ciao, ciao.